Hallihallo meine lieben Leseritter, ich habe heute nur ein ganz kleines Video für euch und zwar habe ich ein kurzes Unpacking und dann habe ich noch eine kurze Information zur Leipziger Buchmesse, aber ich würde sagen, wir beschäftigen uns einfach kurz mit dem Unpacking, denn ich habe bei Lovely Books mal wieder bei einer Leserunde mitgemacht und auch gewonnen und ja, das war eine kleine Buchbox, die mir da zugesendet wurde, auf die ich schon eine ganze Weile gewartet habe. Und ich dachte, wir machen das jetzt mal gemeinsam auf. Hier ist das Paket, ich habe noch nicht reingeguckt. Und fackeln wir nicht lange, jetzt bin ich nämlich auch mal gespannt. So, hier haben wir es nochmal extra eingepackt. Also hier in einer kleinen, netten Schachtel haben wir es. Ist die auch noch mal verpackt? Nein. Also wenn ich sie aufmache, dann haben wir hier Silberpapier. Ich bin gespannt. Das ist sehr nett gemacht. Also, wir haben natürlich das Buch, um das es geht, sieht total geil aus. Es ist 1793, ein historischer Krimi, kein Fantasy-Buch. Und ich finde, es gibt viel zu wenig gute historische Krimis. Und das ist jetzt ein Debütroman von Niklas Natt-Ochdag, ist wohl aus Schweden und hat mich sofort angesprochen. Und ich werde euch jetzt mal den Klappentext vorlesen, damit ihr wisst, worum es geht. Stockholm im Jahr 1793. Ein verstümmeltes Bündel treibt in der schlammigen Stadtkloake. Es sind die Überreste eines Menschen, fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Der Ruf nach Gerechtigkeit spornt zwei Ermittler an, diesen grausigen Fund aufzuklären. Den Juristen Cecil Winch oder Winge, keine Ahnung, genialer als Sherlock Holmes und bei der Stockholmer Polizei für besondere Verbrechen zuständig, und Jean-Michael Cardell, einen traumatisierten Veteranen mit einem Holzarm. Schon bald finden sie heraus, dass das Opfer mit chirurgischer Präzision gefoltert wurde, doch das ist nur einer von vielen Abgründen, die auf sie warten. Ja, und ich fand, das hat mich sofort gecatcht. Ich bin ja auch so ein historischer, ein Historienfan, denn wenn ich mich nie für historische Sachen interessiert hätte, wäre ich wahrscheinlich nie bei der Fantasy angelangt. Das ist ja so ein bisschen miteinander verbunden und ab und zu ein guter Krimi kann auch mal sein, denn ich mag nicht so gerne die Krimis oder Thriller, die in unserer heutigen Zeit spielen, sondern ich finde es viel interessanter, wenn es ein historisches Setting hat, was damals passiert ist, auch wenn es nur ausgedacht ist. Und ja, ich war gefangen von diesem Buch und ich hatte Glück und habe gewonnen und werde euch dann auch eine Rezension dazu hochladen. Genau. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch drin haben. Also, wir haben natürlich ein Lesezeichen. Ich finde diese neuen Lesezeichen von Lovely Books übrigens sehr hübsch. Und dann haben wir hier noch eine kleine Lupe, die ich mal aufmachen werde. Und die wirklich sehr geil gemacht ist. Ja, doch, die funktioniert sogar. Also sehr cool gemacht, die werde ich mir auf jeden Fall mit zu den Krimis mit hinlegen als Accessoire in mein Bücherregal. Also vielen Dank nochmal an Lovely Books auch für den Gewinn, ich habe mich wirklich sehr gefreut und freue mich jetzt auch auf die Leserunde. Und dann habe ich da noch eine kleine Info für euch wegen der Buchmesse und zwar bin ich am Samstag, den 23.03. wahrscheinlich den ganzen Tag auf der Leipziger Buchmesse und werde mich hauptsächlich bei der fantastischen Abteilung aufhalten, wie ihr sicherlich gedacht hättet. Und vielleicht läuft man sich ja mal über den Weg.
Ich dachte, ich sag's euch nur, damit ihr Bescheid wisst, falls ihr auch an dem Tag da seid. Und ja, vielleicht trifft man sich ja mal. Das würde mich sehr freuen, mit euch mal face to face sozusagen zu kommunizieren. Und danach bin ich ab 18 Uhr am Hauptbahnhof in der Ludwigsbuchhandlung, denn da gibt es einen von Heine organisierten Fantasy- und Science-Fiction-Abend mit ganz bekannten Autoren wie Bernhard Hennen und Robert Corvis und T.S. Orgel und die ganzen bekannten Namen. Und ja, wenn ihr Lust habt, vielleicht trifft man sich ja auch da. Genau, so, das war's jetzt mit meinem kleinen Video für euch, und wenn ihr lustig seid, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, eure Julia.